Herzlich willkommen zu unserem adventlichen Sternstunden-Gottesdienst, dem Abend der Lieder und Lichter. In dieser Zeit gehen wir mit jeder Kerze mehr auf dem Kranz näher zu auf das Licht von Weihnachten. Wir brauchen in der dunklen Jahreszeit besondere Signale, Lichtsignale, wie sie dieser isländische Leuchtturm aussendet. Das Thema, unter dem dieser Gottesdienst steht, ist eine Frage. Eine Frage, die die Freunde von Johannes, genannt der Täufer, Johannes Jesus gestellt haben. Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? So stellt der diesjährige Adventskalender, der andere Advent, in Bildern und den Sonntagsthemen die Kennzeichen des Heilands in den Mittelpunkt, des Retters, der in den alten jüdischen Schriften versprochen wird. Es ist erstaunlich, wie nah uns heute diese Kennzeichen sind, die alle im Umfeld von Jesus auftauchen und untrennbar mit der Geburt dieses besonderen Kindes verbunden sind. Advent, das bedeutet Ankunft. Ankunft bedeutet, dass wir jemanden erwarten, der sein Kommen angekündigt hat. Wenn ich jemanden erwarte, bereite ich mich vor. Ich habe ein Ziel vor Augen. Advent bedeutet, ein Ziel vor Augen und im Blick zu haben. In Erwartung des Weihnachtsfestes zünden wir heute die dritte Kerze an unserem Adventskranz an und denken dabei daran, dass wir diesen Gottesdienst heute Abend feiern. Im Namen des Vaters, der uns zu Weihnachten ganz nahe kommt. Im Namen des Sohnes, der unser menschliches Leben geteilt hat. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns hilft zu glauben. Amen. Thank you.
Der Name Jesus. Tochter Zion, so nannte mein Vater meine älteste Schwester in der Adventszeit. Die mittlere war Tochter Jerusalem und ich durfte als Königstochter Jüngste im Dezember wie in eine Märchenwelt eintreten. Was diese Titel bedeuteten, wusste ich nicht, aber sie klangen magisch, festlich, so ganz anders als unsere norddeutschen Vornamen. Und meine Schwestern hatten sogar ein eigenes Lied. Königstochter Jüngste zu sein, das fühlte sich besonders und verheißungsvoll an, als könnten mir lauter unerwartete und wunderbare Dinge geschehen. Ob Maria das auch so empfand, als der Engel ihr sagte, sie solle das Kind Jesus nennen? Retter, ausgerechnet, in ihrer Situation. Und das Kind Jesus? Ließ ihn das groß werden, im tiefsten Inneren zu wissen, das bin ich, Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Wie wir einander ansehen, wie wir einander anreden, macht uns schön. Glückskind nenne ich manchmal meine Tochter. Freudebringer, ein Freund. Namen für Gotteskinder. Ein weiteres Erkennungszeichen des Heilands ist die Jungfrauengeburt. Ob Elisabeth selber gewusst hat, dass mit ihrem Handeln etwas Großes begann? Sie ist Mitglied im Parlamentarischen Rat, der nach dem Zweiten Weltkrieg den demokratischen Neuanfang für Deutschland einläuten soll. Sie formuliert den ihrer Meinung nach im Grundgesetz dringend notwendigen Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Denn die Realität sieht anders aus. Die promovierte Juristin mit eigener Anwaltskanzlei sitzt mit lediglich 3 anderen Frauen, jedoch 61 Männern im Parlamentarischen Rat. Eine bittere Bilanz und Zeit für einen Umbruch. Die Männer sehen das anders, sogar ihre Kolleginnen zögern. Am 30. November 1948 wird Elisabeths Formulierung im Grundsatzausschuss abgelehnt. Ein Rückschlag, der nur ihren Ehrgeiz anstachelt. Elisabeth organisiert öffentlichen Protest, macht Frauenverbände, Kommunalpolitikerinnen und Berufsverbände mobil. Sie baut politischen Druck auf. Schließlich überzeugt sie auch ihre 3 Kolleginnen im Parlamentarischen Rat von der Notwendigkeit der Reform. Ein Stein ist ins Rollen gekommen. Am 18. Januar 1949 wird der Grundsatz einstimmig angenommen. Seither lautet Artikel 3 Absatz 2 im Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Eine neue Freiheit, ein Ende der alten Machtstrukturen, ein Neuanfang. Manchmal sind die Schritte klein, ein Umweg bremst aus, immer neue Hindernisse liegen im Weg. Aber es geht weiter. Jesus wurde in einem Stall geboren, leise und nur von wenigen bemerkt. Danach war nichts mehr wie vorher. Thank you.
Bethlehem, hört her, ihr Leute von Bethlehem. Aus dir, kleines Bethlehem, wird der kommen, der in Israel Herr sein wird. Der Prophet Micha war meine Lieblingsrolle in unserem jährlichen, gleichen Krippenspiel. Dieser Ruf klang so erhaben und Bethlehem klang nach großer Welt und kuscheligen Krippenplatz zugleich. Ich träumte von fremden Düften, von Beduinen und leuchtenden Sternen und saß zwischen Oma und Vater in unserer kleinen Kirche im Bielefelder Westen. Sie war mit rotem Teppich ausgelegt, hatte weißen Flor auf den Treppen zum Altar und mit grauem Flanell bezogene Stühle. Nebenan im Büro durfte ich die Gemeindestempel ausprobieren und auf der Empore neben der Organistin sitzen, die so schrecklich schön hochsingen konnte. Jahre später habe ich Bethlehem besucht, stand in langen Schlangen vor der Geburtsgrotte, hörte vom Streit der Religionen und erfuhr, dass Bethlehem Haus des Brotes heißt. Meine Bielefelder Kirche ist längst umgewidmet. Ich glaube nicht, dass sie noch diesen roten Teppich hat, aber mein Haus des Brotes wird sie immer bleiben. Es wird nicht immer dunkel sein, so klingt seit alter Zeit das Wort der Hoffnung hell hinein in Menschen Traurigkeit und halten auch die Hirten noch im Finstern ängstlich wach. Hat doch Gott schon den Himmel aufgemacht in der Nacht, hat doch Gott schon längst den aufgemacht. Kann so viel Licht im Dunkel sein und so viel heller Schall? Der Engel lädt die Hirten ein zu Jesus in den Stall. Sie ahnen, während rings der Himmel laut vor Freude lacht, Gott hat sich zu uns Menschen aufgemacht. Schatten sind, lässt Gottes Licht sich sehen. Noch ist es klein, so wie ein Kind, vor dem die Hirten stehen. Sie haben nichts als nur verzagte Herzen mitgebracht. Aber Gott hat den Himmel aufgemacht in der Nacht. Gott hat heute seinen Himmel aufgemacht. Wenn Sie ihm von dem Tag seiner Geburt erzählen, hört Zaki eine Geschichte aus einer ihm fernen Welt. Wie soll er, der Achtjährige, sich auf dem weichen Sofa ihrer Wohnung in Deutschland auch vorstellen, dass er als Baby in einem Zelt lag? Unter einer Kunststoffplane irgendwo an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien, der Heimat seiner Familie. Zakis Eltern erzählen, dass sein Geburtstag ein klarer, kalter Dezembertag war. Dass man die Mutter, als die Wehen begannen, in die kleine Krankenstation im Hauptgebäude brachte. Dass sie nach 3 Tagen mit ihm, dem Neugeborenen, in das Zelt zurückkehrte, in dem der Vater, die 5 Geschwister und 2 Onkel warteten. 9 Personen, ein Zelt seit 3 Jahren. Zaki hat keine Bilder aus der Zeit im Kopf. Seine ersten Erinnerungen spielen in Deutschland, in der Wohnung im 7. Stock.
Seine Eltern erzählen nicht viel darüber, aber Zaki weiß, dass der Vater schließlich alleine übers Meer aufbrach. Dass er nach Wochen und Monaten in Deutschland ankam, viele Anträge stellte, schließlich bleiben konnte. Dass er die Mutter, die Geschwister und Zaki nachholte. Menschen, die fliehen müssen, lassen ihr altes Ich zurück. Sie kämpfen darum, aus den Trümmern ein neues Selbst zusammenzusetzen, so wie Zakis Eltern. Vielleicht hilft ihnen dabei, dass sie ihren Jüngsten nicht als Kind der Flucht erleben, sondern als ein Kind der Ankunft. Windeln. Ein ungeplanter Kaiserschnitt. Meine Frau liegt noch im OP. Nun stehe ich vor diesem kleinen Wesen, das noch erkennbar mit der neuen Umgebung fremdelt. Die milchigen Augen rollten haltlos umher. Arme und Beine suchen rudernd nach Halt. Eine Schwester reicht mir die erste Windel. Behutsam schiebe ich sie unter den warmen Körper und verschließe sie mit einem sanften Druck. Da treffen die kleinen Äuglein auf meine. Der Mund zuckt wie zu einem Lächeln. Und für einen Moment habe ich das Gefühl, nun ist sie wirklich angekommen, unsere Tochter. Die Windel ist der Ausdruck höchster Bedürftigkeit. Einen Weltretter stellt man sich anders vor. Und doch sagen es die Engel den Hirten als erste Erkennungszeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt. Das Göttliche zeigt sich dort, wo der Mensch es am wenigsten erwartet. Dabei müsste er, das Ebenbild, es doch besser wissen. Stern. Das Dreikönigsspiel hat Tradition. Die Aula in der Schule ist voll besetzt, Kinder ganz vorne, dahinter Eltern und Großeltern. Alle aufgeregt, als würde es der heilige Abend selber sein. Die Lehrerinnen und Lehrer stehen am Rand. Auf der Bühne stehen die drei Könige mit prächtigen, glitzernden Kostümen. Im Hintergrund steht der Stall, den der Hausmeister vor Jahren gebaut hat. Drumherum wuseln Maria, Josef, Engel, Hirten, zwei kleine Schafe aus der ersten Klasse. Alle finden ihre Position. Es kann losgehen. Die Scheinwerfer werden aufgezogen. Der Chor der vierten Klassen beginnt. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Und dann geschieht es. Der große, leuchtende, hellgelbe Herrnhuter Stern, der oben an der Bühne befestigt ist, fällt mit einem großen Krachen vor die Füße der kleinen Zuschauer in der ersten Reihe. Niemand bekommt was ab, nur der Stern. Zerknickt, dunkel und abgerissen liegt er am Boden. Aber ohne Stern geht es nicht, sagt Balthasar, als sich der Saal beruhigt hat. Es entsteht eine große Stille. Da meldet sich Leni, die eigentlich nur das Kamel aus Pappmaché auf die Bühne schieben sollte und sagt, ich wäre gerne der Stern. Wie spielt man einen Stern? Fragt Josef. Ganz einfach, sagt sie leise. Man stellt sich auf einen Stuhl und strahlt. Und das macht sie dann auch. Zaghaft zunächst und etwas aufgeregt, dann immer klarer. Ganz allein steht sie oben auf einem Stuhl, still und wird mehr und mehr ein unerhört freundlicher und strahlender Stern, der den ganzen Raum erleuchtet. Thank you.
Jesus Christus, Licht der Welt, wir bitten dich für die vielen namenlosen Menschen, die uns jeden Tag in den Nachrichten und in den Zeitungen begegnen. Gib ihnen durch uns eine Stimme, indem wir ihr Elend suchen und darüber sprechen und nach Möglichkeiten suchen, ihnen zu helfen. Wir bitten dich für die jungen Frauen im Iran, die aufstehen gegen Ungerechtigkeiten und Unterdrückung. Wir wollen ihnen mit unserer Solidarität den Rücken stärken, damit sich in ihrem Land und ihrem Leben etwas zum Guten hin verändert. O komm, du Morgenstern. Jesus Christus, Morgenstern. Bethlehem war der Ort, der als Geburtsort des Retters angekündigt war. Heute herrscht dort Hass, Gewalt und Angst. Wir bitten dich um Wege, die zur Versöhnung zwischen Juden und Palästinensern im Heiligen Land führen. Jesus Christus, versprochener Retter, eine Futterkrippe und Windeln sind die Erkennungszeichen, die der Engel den Hirten nennt, und sie haben dich gefunden. Gib uns offene Augen, damit auch wir dich im Unscheinbaren, im Dreckigen und Armseligen entdecken. O komm, du Morgenstern. Jesus Christus, Heiland der Welt, in vielen Wohnungen und auf vielen Plätzen und auch in unserer Kirche leuchten in diesen Tagen Sterne. Wir brauchen diese Lichter in diesen kalten und dunklen Nächten und Tagen. Sie sollen uns daran erinnern, dass du wie ein Leuchtfeuer bist, das uns Orientierung gibt in unserem Leben. O komm, du Morgenstern. Unsere Bitten um Frieden in unseren Herzen, Frieden mit unseren Mitmenschen und Frieden auf der Welt fassen wir zusammen in dem Gebet, das Jesus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schau, die Welt endet immer irgendwo. Irgendwo ist die Sonne untergegangen, irgendwo ist es völlig dunkel geworden. Irgendwo endet es mit der zugeschlagenen Tür der zerschlagenen Hoffnung. Irgendwo endet es mit einer Zartheit, die dir das Herz brechen wird. Aber hör zu, dieser Segen will alles sein, außer verdrießlich. Er ist nicht gekommen, um Verzweifelten zu säen. Er ist ganz einfach hier, weil es nichts gibt, für das ein Segen besser passen würde als ein Ende. Nichts, was mehr nach einem Segen verlangt, als eine Welt, die auseinanderfällt. Dieser Segen wird dich nicht bestimmen, wird dich nicht flicken, wird dich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Er wird dir nichts erzählen über eine sich öffnende Tür, wenn eine andere sich schließt. Er wird sich einfach an deine Seite setzen, mitten in die Scherben und ganz sanft dein Gesicht in die Richtung drehen, aus der das Licht kommen wird, sich versammelnd über dir, wenn die Welt wieder neu beginnt. Amen.